Das Aufpflanzen von Freiheitsbäumen war am 5. Juli 1832 in deutschen Ländern verboten worden. Mit Freiheitsbäumen feierte man das Andenken der Französischen Revolution. Über Vergangenheit und Geschichte hatten die Brüder Grimm in ihrer Zeitschrift Altdeutsche Wälder geschrieben: Die edelsten Menschen des Altertums können nicht bloß darum tot heißen, weil sie uns nur noch durch die Erinnerung bewegen. König Ernst August von Hannover, Dienstherr der Professoren Grimm an der Universität Göttingen, verstand Geschichte ganz anders. Er war auf dem Ritt in die Vergangenheit des Königtums. ...1837. Er ist der neue König von Hannover, bis dahin von England mitregiert. Er hebt die Verfassung auf, in der Art eines Staatsstreiches. Und triumphiert: Ich habe der Demokratie die Flügel beschnitten. Er hat noch einen wichtigen Grund gegen die Verfassung. Sie vermindert seine Finanzen. Mit Protesten glaubt er fertig zu werden. Und ausgerechnet 7 Professoren seiner Landesuniversität Göttingen wagen, gegen den Verfassungsbruch zu protestieren. Für Wissenschaftler hatte der König goldene Worte bereit. 8 Husaren seien mehr wert als die ganze Universität, und Professoren, Huren und Tänzerinnen kann man überall für Geld haben. Professoren haben kein Vaterland. Die Göttinger 7, die Professoren Dahlmann, Albrecht, die Brüder Grimm, Gervinus, Ewald und Weber werden wegen Protestes gegen den Staatsstreich vom König entlassen. Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus müssen das Land verlassen, beschuldigt, den Protest veröffentlicht zu haben. Er war sehr schnell weit verbreitet in Deutschland und Europa. Am meisten stört den König die Veröffentlichung. Die Verteidigungsschriften der 7 werden in Deutschland verboten. Die Archive füllen sich mit Berichten der Universität und der Polizeidirektion Göttingen über Studentendemonstrationen, Verhaftungen, das Militär wird verstärkt. In Göttingen herrscht bald Friedhofsruhe. Aber Sympathieadressen für die Göttinger 7 kommen aus ganz Deutschland. Unterstützungsvereine sammeln Geld jahrelang. Dergleichen, stellt Dahlmann fest, ist in Deutschland noch nicht vorgekommen. Doch das Ende der Könige schien 1837 noch in weiter Ferne. Einen Gerichtsprozess unterdrückt Ernst August. Der Jurist Dahlmann schrieb an Wilhelm Grimm: Als akademischer Lehrer fühle ich mich jetzt erst deutsch abgesetzt. Und Wilhelm Grimm schreibt ihm: Durch alle deutschen Regierungen ziehe sich ein Geist der Verabredung, keinen der 7 wieder an eine Universität zu lassen. Professoren konnten in allen deutschen Ländern schon wegen kritischer Gesinnung entlassen werden, und das geschah häufig. Fürsten und Könige entwickelten das erste Überwachungs- und Polizeisystem. Verfassungen und Grundrechte blieben Versprechungen. Was für eine Zeit, aus der das Wort stammt: Eichenholz ist gut gegen Tyrannen. Man muss da eigentlich 20 Jahre zurückblicken, nämlich die Befreiungskriege mit dem Aufbruch eines sehr breiten Willens zur Mitgestaltung der politischen Verhältnisse in allen deutschen Staaten, auch über die Staatsgrenzen hinweggehend. Ein Aufbruch, der ja zum Teil nur in gewährten Verfassungen eingelöst worden war und inzwischen durch eine Gegenbewegung abgelöst war, Stichwort Karlsbader Beschlüsse, Reaktion auf die Revolutionsanfänge oder Revolutionsversuche von 1831, gerade auch in Göttingen, dass innerhalb dieser Gegenbewegung, dass die Göttinger 7 ein Signal gaben, dass auch eine Umkehr noch möglich ist. Gerade weil in vielen deutschen Staaten eine tiefe Enttäuschung vorherrschend war, eine Enttäuschung über Erfolglosigkeiten, über versagte Verfassungen, andererseits aber in der bürgerlichen Welt durchaus doch Phänomene eines Aufschwungs vorhanden waren, Phänomene einer größeren Offenheit, die sich auch orientierten an Idealen, die die Französische Revolution
sozusagen in die Geschichte so hineingesetzt hatte, dass man nicht über sie hinwegsehen könnte. Vor solchem Hintergrund war das Zeichen von Göttingen ein Zeichen des Aufbruchs. In der Laterna Magica-Schau des Biedermeier herrscht auch Aufbruchsstimmung. Die Eisenbahn nannte ein Schriftsteller einen Weg, auf dem man rasch vorwärts kommt, der aber den Fehler hat, dass ihn auch die Polizei benutzen darf. Man muss sich vergegenwärtigen, dass in der Folge der Julirevolution 1830, 1834 mit den geheimen 60 Artikeln, die auf den Wiener Konferenzen beschlossen worden sind, eigentlich das System der Restauration zur Kontrolle der Parteibildungen, der Presse, der Parlamente einen Höhepunkt, einen Schlussstein gefunden hatte und eine Phase einsetzte der politischen Resignation wie unmittelbar nach 1819. Und in diese Phase hinein traf der Protest der Göttinger Sieben, ausgelöst durch den Verfassungsbruch oder wie es in der Literatur allgemein qualifiziert wird, durch den Staatsstreich Ernst August. Da richteten sich viele Hoffnungen aus ganz verschiedenen Richtungen auf diese Aktion, wo Motive begriffen oder auch unterschoben wurden, die die Sieben bewegt haben konnten. Wenn man nach den von ihnen veröffentlichten Rechtfertigungsschriften schaut, waren die Motive im strengen Sinne rechtlich konservativ. Sie wollten nicht Politik machen, sondern sie wehrten sich. Der Verfassungsexperte Dahlmann wusste, was es heißt, zur Verfassung zu stehen. Er arbeitet nach Protest und Entlassung, wie alle Göttinger Sieben, als freier Schriftsteller, jahrelang von öffentlichen Geldsammlungen unterstützt. Dahlmann, schon berühmter Begründer von Staatsrecht und Geschichtswissenschaft, weiß von seiner Lage nur zu genau, wie er dem liebsten Wilhelm Grimm schreibt: Wir haben vielleicht einen recht langen Weg vor uns. Für den zweiten Band meiner Politik eignet sich die Zeit nicht. Er ist nie erschienen. In Deutschland beginnt eine andere Zeit. Es gab schon Fabriken und keine Verfassungen. Es gab schon die neuen Bürger, Unternehmer und keine Bürgerrechte. Es gab schon Arbeiter und keine Bürgerfreiheiten. Der Jurist Albrecht ist ein Mann der neuen Interessen. Als die Bürger seiner Heimatstadt Elbing ihm eine Unterstützungsadresse zuschickten, ließ sich der Innenminister von Preußen, Rochus von Rochow, vernehmen, es ziemt dem Untertanen, seinem Könige und Landesherrn schuldigen Gehorsam zu leisten. Die Verantwortung übernimmt die von Gott eingesetzte Obrigkeit. Es ziemt ihm nicht, die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen. Daher die Rede vom beschränkten Untertanenverstand. Goldene Worte, so Wilhelm Grimm an Dahlmann, die sich je länger, je mehr in die Seelen redlicher Menschen ätzen. Aber Wilhelm Grimm fürchtet, Albrecht betrachte leider alles ganz attisch. Der Jurist Albrecht fünf Jahre nach dem Inlagerrecht. Studenten aus dem Königreich Hannover und daraufhin nicht mehr nach Leipzig. Jakob Grimm klagt in einem Brief an Bettina von Arnim: In mir hat sich schon mehrmals die wehmütige Lust geregt, auszuwandern. Ihr ist 1837 die dritte Auflage der Märchen gewidmet. Der Briefwechsel der Brüder Grimm mit ihr ist ein schönes Zeugnis deutscher Literatur. Bettina von Arnim wünscht den Brüdern, dass der Bettelstab, mit dem euch Deutschland belehnt hat, ein grünender sei, der gleich Wurzel fasse, wo ihr ihn einpflanzt. An Bettina schreibt Jakob: Die Verjagung aus Göttingen trägt vielleicht gute Frucht. Es soll ein großes deutsches Wörterbuch begonnen werden, der lebendigen Sprache von Luther bis Goethe. Ich und Wilhelm leiten das Werk. Wilhelm beschreibt ihre Lage: Wir leben in voller Einsamkeit, bloß für die Arbeit. Holzhacken nennt er das bald. Nach 20 Jahren meint Jakob zur Wörterbucharbeit eine abschreckende Aussicht. Das Wörterbuch wurde das größte literarische Unternehmen des 19. Jahrhunderts. Nach 123 Jahren war es fertig.
Es ist auch eine Art Denkmal des Verfassungsstreits, ein Denkmal aus Wörtern. Dieses Denkmal in Göttingen erinnert nicht an den Staatsbürger Wilhelm Weber. Es gilt den Naturwissenschaftlern Weber und Gauss, die die Physik revolutionierten. Gauss versuchte, seinen Kollegen zum Widerruf des Protests zu bewegen. Vergeblich. Aber Weber arbeitet mit Gauss weiter, in ärmlichen Verhältnissen, ohne Stellung. Ein Mann, dem Gauss den Götterfunken-Genie zuerkannte. So lebt er im Gedächtnis der Physiker. Die Entwicklung der Physik hat durch Webers bahnbrechende Arbeiten zur Messtechnik ihren Weg beschleunigt. Weber hat später zusammen mit Kohlrausch praktisch ein Menschenleben darum gerungen, die Elektrizitätslehre aus den Anfängen, aus der Beschreibung spektakulärer Effekte heraus zu einer messend zugänglichen, berechenbaren Wissenschaft zu verhelfen. Besonders hat er zusammen mit Kohlrausch die bis dahin unabhängig nebeneinander bestehenden Maßsysteme, einmal das elektromagnetische und zum anderen das elektrostatische Maßsystem, in ausgesprochen diffizilen Messungen, die heute gar nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbar sind, in einen quantitativen Zusammenhang gebracht. Und es war eine besondere Bestätigung für ihn, dass später, als dann die Kenntnisse Maxwells vorlagen, man aus diesen Messungen, obwohl er nicht danach gesucht hatte, die Lichtgeschwindigkeit entnehmen konnte. Mit diesen Arbeiten ist er, wenn man das überhaupt sagen darf, in Göttingen unsterblich geworden und hat der Elektrizitätslehre dazu verholfen, als quantitative Wissenschaft dann später ihren technischen Siegeszug anzutreten. In einem amtlichen Bericht heißt es, Weber habe sich nach 1837 von allem Politischen entfernt. Ein falscher Eindruck. Er blieb dem Protest und den Freunden verbunden. Die Naturwissenschaften waren erst am Anfang ihres Siegeszuges. Es war die Zeit der Rebellen in der Geisteswissenschaft. An der Universität Tübingen hatten Juristen den Mut, ein Widerstandsrecht der Göttinger Sieben festzustellen. Heinrich Ewald, der rebellische Theologe, der große Sprachforscher, wird 1838 nach Tübingen berufen. Die Göttinger Sieben sehen das als Anerkennung ihrer Sache. Ewald urteilte, den Blick immer fest auf Luthers Zeiten, die Reformation sei nicht in den Staat gedrungen. Wie sagte doch Heine, der politische Zustand Deutschlands war der christlich-altdeutschen Richtung noch besonders günstig. Not lehrt beten. Die Zeiten ändern sich langsam. 1840 werden die Brüder Grimm nach Berlin berufen. Ein als romantisch bekannter König hat die Regierung angetreten. Als Jakob die Neuigkeiten Ewald mitteilt, versichert er ihm, wir rechnen ihre Freundschaft unter die wahren Gewinne, die aus dem Göttinger Unstern für uns hervorgegangen sind. Die Göttinger Sieben bleiben eng verbunden. Die Grimms nach Berlin zu holen, dazu hatte Bettina von Arnim viel mitgeholfen. Jakob schreibt ihr, meine Augen stehen offen. Ich gehe nach Preußen nicht mit Gedanken, dass dort das Himmelreich erschienen ist. Vielmehr sehe ich voraus, dass dem Recht und der Freiheit noch Kämpfe bevorstehen, ehe sie siegen. Kaum in Berlin meldet Wilhelm Grimm an Dahlmann, hier hat keiner des Göttinger Verfassungsstreits mit einem Wort gedacht. Die einzige, die sich unverhohlen zu den Grimms bekennt, scheint Bettina von Arnim zu sein. Sie schildert, die Grimms sind von den Studenten mit Beifall aufgenommen worden, der sehr von Herzen ging. Vor ihrem Hause stehen schöne alte Eichen. Jakob, der einfachste, friedlichste Charakter, verwaltete die Opposition der Göttinger Sieben als ein Priestertum. Wenige Menschen können ihn sehen, ohne sich beschämt zu fühlen.
und Wilhelm beschreibt seine Eindrücke Gervinus. Die Stadt sei zu geräuschvoll, am schönsten sei es in dem Schatten der Eichen, der Tiergarten hat doch etwas von einem Wald, nirgends aber ein Blick ins Freie. Das ist nun Berlin. Hier bereitet sich eine ganz andere Opposition vor. Kein Ausblick aus romantischer Zeit. Und Heidelberg mit seiner Schlossruine, kein Ausblick für Gervinus. Den Literaturwissenschaftler und Historiker hatte es hierher verschlagen. Ihm sei in Heidelberg alle Geistesnahrung abgeschnitten, klagt er. In Berlin sieht Gervinus auch nichts Gutes. Was in Preußen jetzt von einer Verfassung kommen kann, wird eine Missgeburt sein. Der Verfassungsgeist werde in Preußen von außen eingepflanzt, meint er zu Dahlmann. Preußen, das wird der große Streitpunkt. Dahlmann antwortet, er habe niemanden, dem er sein Herz ausschütten könne. In Bonn war er 1842 an der Preußischen Universität untergekommen. Er könne die Hoffnung auf Preußens Erhebung so leicht nicht aufgeben. Gervinus gesteht ihm, er verliere jeden Tag mehr die Hoffnung, dass die deutsche Welt vor einem großen Unglück gerettet werden könne. In Deutschland entwickelte sich weniger eine Verfassung als ein Kult der Vergangenheit. Die Walhalla sollte, wie es hieß, ein Ehrentempel für rühmlich ausgezeichnete Deutsche sein. König Ludwig I. von Bayern ließ ihn bauen. Zur Einweihung wurde verkündet, während in anderen Staaten Misstrauen und Empörung herrsche, stehe hier ein Denkmal für die heiligen Bande zwischen Fürsten und Völkern. Sehr viel Denkmalsbüsten für Fürsten und Feldherren. Gervinus äußerte zu solchen Hervorbringungen, höfische Leistung ohne historischen Wert, Arabeske ohne Stil. Der Walhalla-Erbauer, der Bayernkönig, hatte sich zum Staatsstreich des Königs von Hannover etwas Besonderes einfallen lassen. Als König sei er gegen alle Umwälzung und deshalb halte er an bestehenden Verfassungen fest. Sonst stand er dem Hannoveraner im Umgang mit Untertanen wenig nach. Es war konsequent, dass die Göttinger Sieben in der Walhalla keinen Einzug hielten. Erinnerung an Königszeiten. Eine deutsche Schriftstellerin sagt im Rückblick auf diese Zeit des Biedermeier, der Dichter macht der Welt einen Vorschlag zur Güte. Er wird verrückt. Gemeint war Hölderlin, der die Hälfte seines Lebens in einem Tübinger Turm verbrachte. Und ich glaube, dass die Rebellion natürlich zunächst einmal moralischer Natur war. Sie war hochidealistisch geprägt und glaubte vom Geist her, dem Geist der Widersetzlichkeit, die Welt verändern zu können. Sah nach 48 sehr bald, so ging es nicht. Aber die alten Träume dieser 30er Jahre, sie wurden doch weiter geträumt. Und wenn ich so an eine Schrift wie Gervinus' leider vergessene Eingabe an das preußische Königshaus 1870-71 denke, wo gefordert wird, Deutschland darf kein Machtstaat werden, es muss ein Kulturstaat bleiben, dann sieht man doch immer wieder, wie weit hat das nachgewirkt. Und dieses Samenkorn, das damals gelegt wurde in den 30er Jahren von liberalen, demokratischen Konservativen, konservativen Demokraten, wie ist das aufgegangen? Noch über die Zeiten hinweg. Jakob Grimm sagte in der ihm eigenen Art, die Erfindung des Dampfes sei der Freiheit der Völker vorausgegangen. Vom Protest 1837 führt ein Weg in die Paulskirche. Zur Zeit der Revolution 1848 war Frankfurt Ort der ersten deutschen Nationalversammlung, eine Baustelle der Demokratie. Dahlmann wurde einer der einflussreichsten Mitarbeiter an der Verfassung. Jakob Grimm hatte einen Ehrenplatz in der Nationalversammlung. Gervinus war ein sehr aktiver Abgeordneter. Die alten Hoffnungen auf Verfassung und Freiheit sollten eingelöst werden. Die Paulskirche blieb eine Baustelle der Demokratie. Gervinus verlässt bald schon die Paulskirchenversammlung.
Wir sind zur Einheit in Deutschland nicht reif. Jakob Grimm geht kurz darauf aus dem Parlament. Er klagt über das Parteienwesen. Die erste verfassunggebende Versammlung wird auseinandergejagt, scheitert an der Macht der Fürsten. Zurück blieben Hoffnungen und viele Tote der Revolution von 1848. Altekopf, Arbeitsmann aus Berlin. Wilhelm Krause, 18. März 1848. Adeline Behme, Arbeitsfrau. Handlungsdiener Kohn. Hermann Schulz, Lehrling, 15 Jahre. Jakob Grimm sagt nach der Revolution, unser öffentliches Unglück ist schwer, und er erinnert Gervinus an die vielen getäuschten Hoffnungen. Gervinus geschieht 1853 in Heidelberg wenig Romantisches. In seiner Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts hatte er Freiheits- und Verfassungskämpfe geschildert, als Historiker. Ihm wird der Prozess gemacht wegen Aufforderung zum Hochverrat und Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung. Er schildere die Vernichtung der Monarchie als eine berechtigte, notwendige Tat der Massen. Gervinus wird schließlich nach zermürbendem Prozess weder verurteilt noch freigesprochen, aber als Professor in Heidelberg entlassen. Lieber Jakob, schreibt er, was nun werden wird, weiß ich nicht, und wohin, weiß ich ebenso wenig. Gervinus wird mehr denn je überwacht bei Vorträgen, verfolgt bei Reisen, im Privatleben bespitzelt. Er hat nie wieder ein öffentliches Lehramt. König Ernst August stirbt 1851. Er hinterlässt dem Königreich Hannover eine große Neuerung, den Ausbau des Polizei- und Spitzelsystems. Wilhelm Grimm sieht nur Trauriges in der Zukunft. Eine tägliche Unruhe, Not und Sorge, die jetzt das Schicksal von ganz Deutschland ist. Wir stehen wie vor einem geschlossenen Tor. Es ist gut, dass wir nicht wissen, was dahinter steht, wenn es sich auftut. Am 16. Dezember 1859 stirbt Wilhelm Grimm. Gervinus berichtet an den kranken Dahlmann, ich habe Berlin nicht verlassen, ehe wir Wilhelm zur Erde gebracht haben. Ja, ist groß. Gervinus vergisst nicht anzumerken, in Preußen herrsche Neigung zum Krieg. Preußen und die Monarchie, hier gehen die Urteile der Göttinger Sieben sehr auseinander. Sie blieben lebenslang befreundet, ihre Briefe zeugen davon, auch von ihren großen Streitfragen. Gervinus trat nach 1848 für die Republik ein. Dahlmann aber schreibt ihm, nun, ich verdamme weder die Republik noch fürchte ich sie, habe auch wahrlich keinen Grund, mich über die Beschaffenheit unserer monarchischen Zustände zu täuschen. Allein ich habe wenig Vertrauen auf die Leistungen des deutschen Volkes auf dem Felde der Republik. Gar nicht davon zu reden, dass ich fortfahre, die richtig begrenzte Monarchie für die bessere Verfassungsform zu halten. Und wie ein Vermächtnis klingen die Worte an Gervinus, mir kommt täglich mein alter Satz wieder in den Sinn, man dürfe ein Volk nicht freier machen wollen, als es selbst zu sein begehrt. Bleiben Sie mir gut, von Herzen Friedrich Christoph Dahlmann. Er starb am 5. Dezember 1860. Zu Jakob Grimm meinte Gervinus, man empfindet ja in dieser Zeit das Bedürfnis des Zusammenrückens mehr denn je. Jakob antwortet ihm, alle Politik muss man jetzt tief ins Herz schließen und erst wieder hervorholen, wenn die Zeit besser wird. Seine Worte werden im Alter immer bitterer. Es ist dann gar keine Rettung zu denken, wenn sie nicht durch große Gefahren und Umwälzungen herbeigeführt wird. Die Verfassung in das Geleise der bestehenden Verhältnisse zu zwängen, kann zu keinem Heil führen. Jakob Grimm hatte noch eine Unterstützungskasse gestiftet für politisch Verfolgte, ein Vermächtnis im Gedenken an das Schicksal der Göttinger Sieben. Er starb am 20. September 1863. Deutschlands Verfassung und Einheit kam nicht durch Verhandlung und Verständigung. Sie kam durch Blut und Eisen. Gervinus fürchtete eine Zukunft voll unberechenbarer Gefahren. In einem Brief an Ewald sagt er,
Dahlmann hätte Bismarcks Weise gewiss verdammt, sein Werk aber gesegnet. Dahlmann hatte auf die preußische Vorherrschaft gesetzt. Gervinus sah im deutschen Kaiserhaus nur eine Borniertheit, die das Land ins Verderben zieht. Preußen hatte 1866 das Land Hannover erobert. Ewald war zu der Zeit wieder Professor in Göttingen. Er verweigerte den Eid auf die preußische Verfassung als Christ und außerdem gäbe es kein Recht der Eroberung zwischen deutschen Ländern. Diesmal wurde er von Preußen als Professor entlassen. Bis zu seinem Tod 1875 eiferte er gegen Preußen. Auch wieder in Göttingen lebte bis 1891 Wilhelm Weber, hochgeehrter alter Herr der Physik. In den letzten Lebensjahren las er mit Vorliebe Shakespeares Königsdramen. Gervinus erlebte noch die deutsche Reichsgründung. Er hatte geträumt, auf friedliche Tätigkeiten sei das ganze Zeitalter gestellt. Erinnern und vergessen, friedliche Tätigkeiten und Wissenschaft, zu viele Hoffnungen von 7 großen Gelehrten, 7 Professoren im Protest für Verfassung und bürgerliche Freiheiten, zu wenige. Der Protest gehört zum Bild des Biedermeier und zur Romantik, als man Geschichte noch aus Hoffnung und Erinnerung zusammensetzte. Die Siegessäule in Berlin, Zeichen des Triumphes des Deutschen Reiches, Zeichen des Krieges. Eine schwierige Geschichte der Hoffnung. Der sonst so skeptische Heinrich Heine hatte gesagt, täglich verschwinden mehr und mehr die törichten Nationalvorurteile. Alle schroffen Besonderheiten gehen unter in der Allgemeinheit der europäischen Zivilisation. Wir haben alles mitgeträumt.